So, hallo und herzlich willkommen hier bei Dr. Spirit und Mr. Wine. Und ja, schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier bei uns auf unserem Kanal. Ihr wisst ja, na, immer schön abonnieren, Klingel drücken. Was macht man noch? Ich glaube, das reicht eigentlich schon. Ach, das reicht. Also abonnieren ist das Beste, Klingel drücken natürlich auch, dann auch. Verpasst ihr nichts. Genau. Kommentare schreiben, ne? Kommentare schreiben. Wunderbare Idee. Wunderbare Idee. Wir antworten auch. Ja. Mails schreiben. Mails schreiben. Dr. Spirit. Spirit und Mr. Nee, andersrum. Mr. Wine und Dr. Spirit. Nein, Dr. Spirit und Mr. Wine. Wir haben es jetzt aufgelöst. AOL.com. Genau. Und wir haben ein wunderbares Thema euch heute mitgebracht und der Olaf. Vor allen Dingen viele Flaschen haben wir euch mitgebracht. Und viele Flaschen haben wir euch mitgebracht. Wir werden nachher hier anfangen und nein. Na, wir gucken mal, wo wir anfangen und wie es weitergeht. Aber worum geht es heute eigentlich? Heute geht es um prickelnden Genuss, also im Prinzip Weine, die perlen. Aha. Ganz einfach gesprochen. Ich kenne es im Prinzip nur Sekt, Schaumwein. Perlwein? Ich hätte bei ihm jetzt eigentlich Champagner als erstes erwartet. Der Mann, der Chateauneuf du Pape zu Glühwein verarbeitet. Richtig, genau. Und das könnte man verlinken, ne? Wir machen es irgendwo. Glühwein, was? Glühwein 1 oder 2? Ich weiß gar nicht. Guckt es euch alles an am besten. Genau. Ja, gibt es eigentlich einen Unterschied? Perlwein, Schaumwein, Sekt. Das war jetzt Champagner. Das ist jetzt eine gute Reihenfolge, weil er hat sich preislich nach oben gearbeitet. Ah, okay. Guck mal, das ist ja auch schon mal was. Der gute Mr. Wine hat sich von Kategorien, die im Supermarkt bei 2-3 Euro liegen, zu Champagner, der halt auch deutlich teurer sein kann, hochgearbeitet. Mhm. Ja, am Preis kann man auch so ein bisschen die Qualität festmachen. Ja, wirklich? Ja. Okay, das heißt, was haben wir jetzt hier so von der Preiskategorie? Was würdest du sagen? Also wir fangen ja hier bei den Einfachen an und da liegen wir halt bei knapp 5 Euro. Ja. Und da haben wir dann die teuersten, und das ist nicht die Flasche, in der auch mehr drin ist, sie ist natürlich teurer, okay. Sondern da haben wir halt Grand Cru Champagner knapp unter 40 Euro. Ui, auch nicht schlecht. Ja, aber... Was auch noch kein Preis ist. Es geht noch weiter, ne? Also es geht, ach, unendlich. Ne? Ich hatte letztens mal, ich weiß gar nicht, auch von einer bekannten Marke... Gekauft, genau. Werte eines Kleinwagens. Nee. Ach, da war ich von weit weg. Da hätte ich vielleicht, keine Ahnung, was hätte ich davon kriegen können. Ist egal. Aber ich glaube, ich habe irgendwie knapp... Es war für die goldene Hochzeit meiner Schwiegereltern und da habe ich einen Nektar Imperial habe ich gekauft von einem großen, bekannten Champagnerhaus. Und da war ich locker, glaube ich, mit an die 50 Euro dabei, glaube ich. Na, von daher, naja, aber was soll's. Man gönnt sich. Werden wir ja, jetzt nicht verlinken, weil dieses Produkt ist sehr renommeebehaftet. Genau. Ja. Guckt mal in eurem Discounter des Vertrauens, ob ihr einen Nektar Imperial findet. Genau. Aber in der Vorbereitung hier zu der ganzen Thematik hatten wir auch noch mal so ein bisschen uns über die Produkte abgesprochen und ganz interessant fand ich das mit der Sektsteuer. Was hat das eigentlich auf sich? Ja, es ist natürlich eine deutsche Spezialität. Also überall auf der Welt gibt es mehr oder weniger, überall gibt es eine Weinsteuer. Es gibt Alkoholsteuer, teilweise auch auf hochalkoholische Weine, wie Portwein, Sherry und Co. Es gibt eine Weinsteuer in Frankreich, in Italien, die halt pro Liter Wein erhoben wird. Aber in Deutschland hat man halt vor, ich weiß nicht genau, wann sie eingeführt wurde, ich sage jetzt einfach mal vor 130 Jahren, hat man eine Steuer eingeführt auf ein Produkt, ein reichen Produkt, würde man jetzt sagen. Aha. Schäumender oder Qualitätsschaumwein war damals halt nicht unbedingt das für den Arbeiter am Hochofen oder für den bäuerlichen Gehilfen, der den Pflug hinter dem Pferdegeschirr in den Boden gestemmt hat, weil die einfach viel zu wenig Geld verdient haben, um sich einen Sekt leisten zu können. Und wofür war denn diese Steuer gedacht? Diese Steuer war vor allen Dingen eben eingeführt auf Sekte und eine boomende, damals halt boomende Kategorie. Und eingeführt wurde sie halt zum Aufbau der kaiserlichen Kriegsmarine. Ach, die ist leider schon sehr lange untergegangen. Oder das leider streichen wir am besten wieder raus. Ist wieder Soli-Zuschlag, den wir die ganze Zeit zahlen mussten, oder? Ja, so was Ähnliches. Aber halt Soli musste ja jeder zahlen, anteilig vom Gehalt. Und die Sektsteuer war natürlich auf ein Luxusprodukt, was sich nicht jeder leisten konnte. Okay. Und die kaiserliche Kriegsmarine, lange untergegangen. Ja. Die Sektsteuer ist aber nie abgeschafft worden. Also, welche Steuer wird schon abgeschafft? Der Staat. Das ja lag, dass die untergegangen ist. Wahrscheinlich, weil sich so wenige Leute das leisten
konnten und da kam nicht genug Geld in die Kasse. Ne? Aber ist Spaß Interpretationsspielraum. Aber du hast gesagt, wurde nicht abgeschafft. Wurde nicht abgeschafft, war halt irgendwann in den, ich glaube, 50er Jahren, ist sie in der jungen Bundesrepublik hochgesetzt worden auf 4 D-Mark, was natürlich sehr, sehr hoch war. Ach so, ein fester Betrag sogar, also nicht so prozentual irgendwie die Mehrwertsteuer oder so? Ist auch heute noch ein fester Betrag. Aha. Damals wurde sie hochgesetzt, weil eben Sekt boomte, weil der Staat natürlich, die Bundesrepublik, die junge Geld brauchte, nicht zum Aufbau der Bundesmarine, sondern halt einfach so. Mhm. Und dann hat man das auf 4 Mark hochgesetzt. Hat dann festgestellt, auch dem Wehklagen der Sektindustrie geschuldet, die, wo die Zahlen halt einbrachen. Mhm. Kein Mensch kaufte sich mehr Sekt. Ja. Daraufhin hat man die Sektsteuer dann auf 2 D-Mark herabgesetzt. Mhm. Und dort ist der Betrag auch geblieben bis zur Euro-Umstellung. Dann hat man 2 Euro rausgemacht, ne? Nein, nein, man hat 1,02 Euro Cent rausgemacht. Oh, also 1:1 also umgerechnet. Und da ist sie heute noch. Hört, nicht schlecht. Fast 20 Jahre später. Na, guck mal. So, das jetzt haben wir sehr, sehr viel über steuerliche Dinge geredet. Aber auch interessant. Ja, insofern. Das nicht mit der Sektsteuer. Ne? Insofern, weil der hochgesetzten Sektsteuer geschuldet ein Produkt stark boomte, was nicht von der Sektsteuer betroffen war, nämlich ein Perlwein. Hässliches Wort in Deutschland. Ja. Deswegen hat man heute so moderne Begriffe wie Sekko und anderes, die aber keinen offiziellen Charakter haben. Eigentlich sind das alles nur Perlweine mit zugesetzter Kohlensäure. Ich wollte gerade fragen, was ist jetzt so ein Perlwein? Was ist der Unterschied zu einem Sekt zum Beispiel? Der damals gängigste Markenname war halt Kellergeister. Gibt es, glaube ich, heute noch. Weiß also zumindest vom Namen her kenne ich das. Kellergeister. Und auf diesen Perlwein war natürlich keine Sektsteuer fällig. Gleichzeitig perlte das Produkt wie Sekt. Also Kellergeister war nie ein Sekt gewesen. Nein, es war immer ein Perlwein. Ja. Ach, okay. Aber erzähl weiter. Vor allen Dingen ist es so, dass halt natürlich, als die Sektsteuer so hochgesetzt wurde, haben die Leute nach günstigen Alternativen gesucht und sind dann auf den Perlwein gestoßen. Kleine Reblaus, Kellergeister, ich weiß nicht, was es da noch so für Marken gibt. Ja. Also im Prinzip, was hat man genommen? Hat man einen ganz normalen Wein genommen? Oder? Ja, also da werden halt Grundweine genommen. Ja. Genau wie eigentlich bei Sekten teilweise auch. Ja. Es kann sein, dass man da aus einer bestimmten Herkunft, ich glaube die Reblaus war so eine kleine Reblaus, ich glaube es immer in kleinen Flaschen, deswegen die kleine Reblaus. Ja, richtig, genau, kann ich mich erinnern. Das war ein Produkt, meine ich, aus Rheinhessen. Mhm. Also Weine aus Rheinhessen wurden da dann zum Perlen gebracht. Ob das heute alles noch so ist, sei dahingestellt. Mhm. Aber man hat entweder in einer bestimmten Herkunft oder nur eine bestimmte Rebsorte genommen. Mhm. Aber da ist natürlich der Kreativität der Macher keine Grenze gesetzt. Okay. Wir haben hier zum Beispiel auf dem Tisch 3 Rebsorten reine Produkte. Ist das üblich eigentlich? Rebsorten rein? Alles andere ist halt hier auch eine Cuvée. Ist ein Cuvée, also eine Mischung aus verschiedenen Trauben. Aus unterschiedlichen Weinen, Grundweinen. Ja. Nicht nur Trauben, sondern man nimmt um perlende Produkte zu machen, fertigen Wein. Das heißt, der Wein wird komplett durchgegoren, fertig als Wein, in den mehr oder weniger verkaufsfertig gebracht, aber nicht als stiller Wein, also still, weil er nicht prickelt, auf die Flasche gebracht, sondern ihm wird bei Perlwein, und da haben wir halt dieses hier, wird Kohlensäure zugesetzt. Also das Prickeln wird, wie bei Limonade, wie bei Mineralwasser oft, als zugesetzt im Prinzip. Genau. Also es ist jetzt keine aus der eigenen, ich sag mal, Gärung, Machart irgendwie produziert. Kann sein, ist manchmal auch der Fall, aber normal wird halt lebensmittelfähige Kohlensäure genommen, wie bei Limonaden und Co. Okay. Wir haben dann auch den Hinweis, hier zum Beispiel deutscher Perlwein trocken. Ah, okay. Hier haben wir jetzt deutscher weißer Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure, da steht sogar drauf. Deutscher. Kann jetzt sogar doppelt gemoppelt, ne? Deutscher weißer Perlwein. Wieso? Ja, weil schon Perlwein drin steht. Oder das Perl der Wein. Oder der Wein von sich aus. Es könnte ja auch Perlwein einfach so sein, ohne zugesetzte Kohlensäure. Hä? Mit eigener. Mit eigener? Mit eigener. Wie mit eigener? Das verstehe ich jetzt nicht. Aus der
Traube? Aus der Vergärung. Ach so. Dass man die auffängt. Ach technisch so. Ist das ja möglich. Ach so, das heißt, aus dem Gärprozess würde man dann unter Umständen... Die auffangen. Ja. Die, normalerweise lässt man die entweichen. Ach so. Das könnte sein, es wird teilweise halt auch gemacht, ach, dass man die auffängt ja. Und dann eben zusetzt, aber... Ach so, vielleicht kann es dann noch so eine Art Mischung sein, ne? So ein bisschen genau. Eigene... Und eigene Perlen sozusagen. Oder man drückt sie beim Entstehen interessant. Einfach wieder ja. In das Produkt zurück. Okay. Jetzt weiß ich nicht, auch. Okay, jetzt weiß ich nicht, warum ich gerade auch an Perlhuhn denke, aber das hat damit gar nichts zu tun. Das perlt auch nicht. Das perlt nicht wirklich. Nein, das nicht ist wirklich. Okay. Das ist auch lecker. Also. Okay. Eignet sich jede Weinsorte, jede Weinrebe für so eine Art Perlwein, Sekt, Champagner? Oder es ist halt etwas, was vom Geschmack abhängt. Das ja, heißt, wir haben hier zum Beispiel einen Riesling-Perlwein. Mhm. Wir haben hier einen nicht näher definierten, aus unterschiedlichen Rebsorten gemachten, die man so zusammengestellt hat, weil der Macher dieses Produktes, nenne ich ihn jetzt einfach mal, einfach gedacht hat, das ist die perfekte Vorstellung, so möchte ich das Produkt haben. Mhm. Hier haben wir halt den traditionellen Prosecco, das ist eine Herkunft, wie auch Champagner. Ja, also hattest du mal erzählt, das ist auch gesetzlich geschützt, glaube ich, ne? Ja, seit einigen Jahren, früher war es der Name der Traubensorte, heute hat die Traubensorte den festgelegten Namen Glera. Das Produkt heißt Prosecco, nicht wegen der Traube, die Prosecco heißt, sondern wegen der Herkunft, die jetzt Prosecco heißt. Ah, okay. Also man hat es gesetzlich neu geregelt, ganz nah angelehnt an Champagner, der ja auch eine Herkunft ist. Mhm. Okay, bezeichnet jetzt keine Traube, sondern Herkunftsgebiet, ne? Also aus der Champagne letztendlich. Ne? Ah, interessant. Und was macht den Prosecco nochmal so besonders jetzt? Dass er aus der Prosecco-Region Nein, die Traubensorte. Aber wo kommt das Prickeln her? In dem Fall ist es halt auch ein Perlwein. Das heißt, es war ein stiller Wein, den man halt Kohlensäure, wie auch immer, halt zugesetzt hat. Oder in dem Gärprozess halt im Produkt gebunden hat, gleich beim ersten Vergären zum Wein. Okay. Und er kommt halt aus einer festgelegten Region. Ja. Das heißt, die Trauben dürfen nur dort geerntet werden, nur dort verarbeitet werden. Das Produkt darf nur dort verarbeitet sein, gefüllt sein sogar. Das heißt, es gibt hier keinen Prosecco, der an der Mosel in irgendeiner Kellerei, das gab es früher. Das früher, ne? Genau. Die haben dann halt Trauben dort in der Region gekauft, im Val d'Ubiadene. Okay. Und haben dann halt die hier zum Prickeln gebracht und haben dann Prosecco draufgeschrieben. Das waren dann die für 1,79 die Flaschen. Heute gibt es das alles nicht mehr. Es gibt auch keinen Prosecco in Dosen. Das gab es auch eine ganze Zeit. Das gab es auch eine ganze Zeit lang. Es gab da so einen berühmten Paris Hilton hat da Werbung für irgendeine goldene Prosecco-Dose gemacht. Kann sein. So. Ja, von daher in Paris. One night in Ich dachte in Bangkok, aber ist egal, das ist wieder was anderes. Okay, aber wechseln wir jetzt mal zu den Perlweinen rüber, zu den Champagnern respektive zu dem Sekt. Wir nehmen den Zwischenschritt erstmal. Wir gehen zum Sekt. Wir haken das hier alles ab. Aber bei der Sektherstellung, das ist jetzt die Frage, nicht, dass ich mich vertue. Du darfst dich nicht vertun. Weil ich habe mich auch so ein bisschen vorbereitet und ich habe irgendwo gelesen, es gibt einmal eine Flaschengärung und es gibt eine Fassgärung. Du hast dich vorbereitet? Ja, man mag es. Ich habe mich gar nicht vorbereitet. Ja, du bist ja das Wissen vorher. Komm, die Enzyklopädie. Ja, okay. Unterscheidet man beim Sekt auch zwischen Fass und Flaschengärung? So ähnlich. Es gibt Flaschengärung, das ist eine etwas aufwendigere, heute natürlich auch industriell verfeinerte, also Flaschengärung ist nicht gleich Flaschengärung. Da gibt es halt einmal die wirklich handwerklich arbeitenden Betriebe, wo jede Flasche dann auch noch von Hand gedreht und gerüttelt wird. Und wo dann teilweise, und das ist das Schöne bei kleinen Betrieben, wir haben jetzt hier keine Flaschen mit so einer Markierung, aber da hätte man dann unten so ein Kreidestrich, damit beim Rütteln von Hand derjenige immer weiß, sozusagen bei der Uhrzeit, welche Flaschen schon gedreht worden sind und welche noch nicht. Okay. Und aber vielleicht machen wir da mal ein extra Video zu, ne? Zur Herstellung von Champagner irgendwie, ne? Das wäre nochmal eine gute Idee. Wenn auch nur einer einen Kommentar da ist. Das wäre nett. Auf jeden Fall gibt es die Flaschengärung, wo der Wein in die Flasche gegeben wird. Also auch beim Sekt, ne?
Nein, wir reden jetzt nur über Flaschengärung. Wir reden jetzt nur über Flaschengärung. Also wir reden über die edelste, über die handwerklichste Form. Also das wäre dann Champagner sozusagen, ne? Genau, weil Champagner muss nach der lange Zeit auch Champagner-Methode genannten Herstellung gemacht werden. Ja, aber lass uns aber kurz vom Sekt. Wir waren so schnell vom Sekt irgendwie weg, habe ich das Gefühl. Ja, weil ich den Umweg machen wollte. Ach, du wolltest ja... Boah, ja, okay, dann bleiben wir jetzt hier beim Champagner. Da muss ich mir noch kurz überlegen. Ja, erzähl weiter. Wir gehen sozusagen in die High Society, den Sekt, um dann wieder zurückzukommen, da wo wir hingehören. Okay. In die Mittelklasse. Aber Champagner darf sich nur Champagner nennen, ähnlich wie mit der Prosecco-Thematik, ne, weil... Genau. Ist ja das Vorbild für viele herkunftsgeschützte Dinge. Ja. Die Champagner-Leute haben da sehr, sehr lange und hart dran gearbeitet, an dem guten Renommee. Ja. Die Champagne ist ein genau auch weinbergstechnisch festgelegter Bezirk. Okay. Das heißt, Trauben dürfen nicht 50 Meter weiter jenseits der Grenze geerntet werden. Was aber, wie gesagt, wichtig ist, ist halt die Methode der Herstellung, die halt lange Zeit, ich sag mal, locker bis vor 40 Jahren in etwa, durften Sekte, die in der Flasche vergoren wurden, halt sich nach Champagner-Methode hergestellt nennen. Ja, das war dieses Méthode Champenoise. Oder eben, wenn man mit weniger sprachbegabten Kunden rechnete, hat man eben Champagner-Methode draufgeschrieben. Das ist aber nicht mehr erlaubt, weil es halt einfach das Wort Champagner schon wieder beinhaltet. Ja. Wo eben die Champagner-Leute es irgendwann geschafft haben, das auch da in diesem Begriff wegzukriegen. Solche Weine, beziehungsweise prickelnden Weine heißen jetzt nach traditioneller Flaschengärung hergestellt. Ach, das wird dann auf... Das ist dann alles, was nicht in der Champagne, sobald Champagner draufsteht, ist klar, wie es hergestellt dann ist worden es ist. Okay, dann ist es klar, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sekt kaufe, wo das im Prinzip draufstehen würde, traditionelle Flaschengärung, dann ist der nach der gleichen Methode hergestellt wie in der Champagne. Okay, sehr interessant. Das ist ja spannend. Dann gibt es natürlich, wenn man schon sagt, traditionelle Flaschengärung. Eine untraditionelle, traditionelle Tankgärung oder was? Nein, dann gibt es noch Flaschengärung. Ach wirklich? Was ist denn da der Unterschied zwischen der traditionellen und der normalen? Da wollte ich ja jetzt hinauskommen. Gut, dass du mich fragst. Na, nein, es ist also so, dass die Flaschengärung an sich bedeutet, dass der Grundwein auch in der Flasche nachvergoren, also die zweite Gärung in der Flasche bekommt, dort sein Prickeln bekommt, aber nicht unbedingt in dieser Flasche bleiben muss. Während er beim Champagner nur die Hefe entfernt wird und dann ein Korken reinkommt, das Etikett drauf und fertig ist das Luxusprodukt. Das wäre dann diese traditionelle Machart. Genau, so wie Champagner halt hergestellt wird. Und bei der anderen ist es bei der Flaschengärung, und da ist einer der größten Erzeuger in Deutschland, zum Beispiel Schloss Wachenheim. Dort wird in 2 bis 5 Liter Flaschen vergoren. Dementsprechend trifft der Begriff Flaschengärung ja zu. Ja. Aber es ist nicht die Flasche, in der hinterher das Produkt konsumiert wird. Okay, füllen die dann aus der Flasche in eine andere Flasche um? In einen Tank. In einen Tank. Es wird umgeschüttet in einen Tank. Die Kohlensäure möglichst im Produkt natürlich gehalten. Im Tank wird dann halt geklärt, also die Hefe entfernt. Und dann kommt er in die Verkaufsflasche. Ach, das ist ja interessant. Darf sich natürlich Flaschengärung nennen, weil er ist ja kein Betrug. Okay. Es ist ja in der Flasche vergoren. Vergoren. Nur, er verlässt sie zwischendurch nochmal. Okay, also es wäre... Also wie die Schnecke, ihr Schneckenhaus. Okay. Wobei die ja in die gleiche Flasche wieder zurückgeht. Das ist interessant. Ja, das stimmt. Aber im Tank könnte man auch so etwas komplett herstellen. Genau, das ist ja eigentlich die Methode, in der... Ich glaube, in Deutschland halt 99% aller Sekte hergestellt werden, was eben auch den teilweise ja sehr günstigen Preis erklärt. Dann auch rechtfertigt, ja klar. Das ist die Tankvergärung, die natürlich mit einem sehr charmanten französischen Wort bezeichnet, auch sehr viel angenehmer klingt, wenn man es ein bisschen verbrämen will, dass man aus einer Tankgärung, hört sich irgendwie nicht so schön an, etwas Feineres machen will, dann nennt man das Ganze eben nach der Chamat-Methode hergestellt. Ah, wieso Chamat? Weil das ist der französische Begriff dafür ist. Ach, wirklich? Ah, okay. Die Franzosen haben ja immer so hübsche Dinge. Chamat hat ja noch nicht vorher gehört. Am Olafu. Bitte? Nichts mehr. Egal. Okay. Das heißt... Eigentlich sagt man zu in Tank vergorenen Sekten gar nichts.
Man verschweigt es, setzt auf die Tradition seit 1856, schreibt drauf, wie lecker und wie toll die Trauben sind, aus denen man es gemacht hat, und verschweigt einfach, wie man ihn hergestellt hat, weil die Charmat-Methode ist, wenn jemand das dann nachgoogelt, wird er halt feststellen oder überhaupt irgendwo nachliest, dass das halt Tankgärung ist. Interessant. Also ist ja schon spannend. Also zumindest, glaube ich, kann man da schon wieder einiges an Wissen rausziehen. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage. Warum macht man Magnumflaschen eigentlich? Nur für die Rennfahrer, damit sie die schön schütteln? Oder Rennfahrer haben ganz selten Magnumflaschen in der Hand. Sondern? Doppelmagnum. Doppelmagnum, okay. Aber in einer Doppelmagnum sind 3 Liter, während in einer Magnum eben eine doppelte Normalflasche, nämlich 1,5 Liter sind. Mhm. Könnte man genauso fragen, warum macht man so kleine Flaschen? Das ist so für die alte Oma, die sich einen Champagner gönnt. Zum Beispiel, oder für den kleinen Durst zwischendurch. Oder für Pärchenabende. Ja, aber dann würde ich schon wieder, vielleicht dann die Magnum, würdest du dann die Magnumflasche nehmen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ja, nein, also man stellt bis zur, ich glaube, die größte Flasche ist teils mit vielen Abstufungen dazwischen, die Nebukadnezar, eine 15-Liter-Flasche, die so Richtung 25 Kilo Gewicht auf die Waage bringt oder sogar mehr. Ordentlich. Schon etwas, was man, ich glaube, mit der Sackkarre eher dann rausträgt. Wird auch schwierig mit dem Ausschenken, ne? Oder? Die wird übrigens witzigerweise nicht von allen Häusern hergestellt, oftmals halt auch dann eher von den Normalflaschen wieder in die große gefüllt. Wie auch manche kleine, also Piccolos gibt es in der Champagne auch von manchen Häusern. Ah, okay. Also 0,2er Flaschen. Ja, ja. Die werden dann oft von großen Flaschen umgefüllt in die kleinen. Ah, lizenzierten Betrieben und, weil das auch nicht jeder kann. Okay, aber das Risiko besteht doch auch, dass da irgendwie ein gewisser Anteil an Kohlensäure dann verloren geht, das oder? Das kann man ja. Wer nach? Nee, das kann man auffangen. Also das ist technisch ein großes Ding. Okay, also es ist jetzt nicht so, dass sie an so einem Holztisch sitzen mit einem Trichter in der kleinen Flasche. Vielleicht, da war das halt, da hat man, glaube ich, so kleine Dinge auch nicht hergestellt. Da war der Verwendungswert, also es gab die Normalflasche, es gab wahrscheinlich eine halbe Flasche, hier haben wir eine halbe Rosé-Champagner. Die Doppelmagnum und ähnliches, das ist halt auch für festliche Anlässe natürlich schick. Also so eine Flasche macht ja schon was her. Ja, hier so, absolut. Das ist ja hier so geradezu das Spielzeug. Ja, das stimmt. Das. Aber ich habe jetzt einen trockenen Hals. Wir haben schon mal was eingeschenkt. Wir haben was eingeschenkt. Prickelt schon fast gar nicht mehr. Komm, dann lass uns mal anstoßen. Ne, genau. Ach, alles gut. So, toll, dass ihr eingeschaltet habt. Chin-chin. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können und bis bald. Tschüss. Ciao.